Ja, und dann hat man noch die Situation mit dem Hand. Will es gar nicht rumjammern. Ich will nochmal diese Bühne nutzen, um vielleicht ein bisschen in Fußballrichtung die Regel anzupassen, unabhängig von uns, für alle anderen Turniere, Spiele. Wäre es schön, wenn man irgendwie bewerten würde, was mit dem Ball auch passiert. Ja, ich verstehe nicht im Fußball, warum das nicht möglich ist. Wenn er schon mal den Ball in die Stuttgarter Innenstadt schießt und Cucurella berührt den Ball mit der Hand, dann will ich dafür niemals einen Elfmeter haben. Wenn der Ball aber aufs Tor kommt und der Spieler stoppt ihn klar mit der Hand, unabsichtlich, keine Frage, aber er stoppt ihn mit der Hand, dann muss es eine andere Bewertungsgrundlage sein. Ja. Am Ende, glaube ich, gibt es ja immer irgendwie eine Regel und ich hoffe nicht, dass man trotz VAR das dann falsch entscheidet auf Basis der Regel. Irgendwie haben sie eine Regel angewendet, hoffentlich, die dann dazu führt, dass es kein Elfmeter ist. Wie gesagt, für mich geht es eher darum, einfach das praktikabler zu machen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Wenn wir diese praktikablere Regelauslegung einfach reinbringen, dann wird es auch viele strittigere Situationen,